Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist Freitagnachmittag, nach dem Mittagessen. Wir wollen alle nach Hause und wir reden über den BER. Aber jetzt können wir auch gerne alle noch mal ein bisschen aufwachen, denn ich würde gerne eine etwas andere Sichtweise noch in diese Debatte bringen. Vorab, Herr Kollege Bommert, Vertrauen in die FPB oder auch in Regierungshandeln ist nicht vordringliche Aufgabe des Parlaments, sondern Kontrolle und vielleicht auch ein bisschen Weitsicht in die Zukunft. Der Flughafen wird uns noch lange beschäftigen und die Dimensionen, in denen die Gesellschaft dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Gelder bereitstellen werden müssen, da werden sich ja einige noch ganz schön umgucken. Und wir haben ja nicht in den letzten Wochen nur viel über die Finanzlage der FPB gesprochen. Und nun ist es Zeit, angesichts der aktuellen Entwicklungen die weiteren Planungen zum Ausbau und den Gedanken, den BER zu einem internationalen Drehkreuz zu machen, auf Eis zu legen. Denn viel ist über die besondere Situation durch die Corona-Krise zu den finanziellen Beweggründen für den vorliegenden Antrag schon gesagt worden. Was jedoch zu kurz kommt, sind die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich bereits vor der Corona-Krise andeuteten und die durch Corona, wie übrigens auch in anderen Bereichen, noch verstärkt wurden. Die Entwicklung einer zunehmend digitalisierten Welt, der Wunsch einer anderen Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Freizeit, ein neues Klimabewusstsein waren vorher schon da. Nun hat aber Corona gezeigt, dass es eigentlich auch geht, dass niemand mehr mehrmals in der Woche nach New York, München oder Paris fliegen muss, um Meetings oder Präsentationen abzuhalten oder auch Konferenzen zu besuchen. Und in der Wissenschaft und in der Wirtschaft merkt man gerade ein großes Umdenken. Denn natürlich spart der Verzicht auf Flüge immense Kosten, was neben der Klimafrage ein großer Anreiz sein dürfte, künftig auf diese Reisen zu verzichten. Und der Masterplan 2040 taugt eben auch angesichts dieser Entwicklung nicht mehr als künftiger Plan und Ausrichtung für den BER. Derzeit steht der Flugverkehr noch fast still. Wochenlang wurden täglich 200.000 Euro für einen fast stillstehenden Flughafen Tegel zum Fenster hinausgeworfen. Und mit den wegfallenden Reisebeschränkungen wird nun rasch wieder auf eine ansteigende Passagierzahl gehofft. Die Luftfahrtbranche wird wie bei der Lufthansa und beim BER durch direkte und indirekte Subventionen unterstützt. Möglichst bald sollen alle wieder in Billigfliegern an den Ballermann düsen. Wollen wir das? Nein. Denn genau diese Krise und der begonnene sozial-ökologische Wandel ist der Ansatz, an dem wir auch in Brandenburg Investitionen in den weiteren Ausbau des BER auf den Prüfstand stellen sollten. Anstatt im Flugverkehr alles wieder möglichst schnell so laufen zu lassen, wie es vor der Krise war, und wild über den Ausbau des noch nicht einmal eröffneten BER zum internationalen Drehkreuz zu fantasieren, sollten wir endlich über den Unsinn einer immer weiter beschleunigten, ohne Rücksicht auf soziale oder ökologische Verluste organisierte Luftfahrtindustrie nachdenken. Wir könnten uns fragen, was sinnvoll daran ist, auf der Strecke von Berlin nach München ohne Zeitgewinn fast fünfmal so viel Treibhausgase in Luft zu blasen wie in der Bahn. Und wir könnten uns fragen, ob wir das Geld, das wir hier für den Ausbau einplanen, nicht möglicherweise in den Ausbau eines exzellenten Eisenbahnnetzes, in mehr Busse und Straßenbahn investieren könnten und nicht in diesen übergroßen Flughafen, der wahrscheinlich so nicht mehr gebraucht werden wird. Noch am Mittwoch haben wir im Haus über einen Klimaplan debattiert, den die Koalition auf den Weg bringen will. Darin haben Sie verbindliche Klimaziele formuliert und mit einem konkreten Maßnahmenplan untersetzt. Richtig so. Wir geben Ihnen mit unserem Antrag über ein Moratorium für den BER-Masterplan 2040 schon jetzt die Gelegenheit, damit anzufangen. Sonst wird sich in den nächsten 20 Jahren eine Generation, die sich bei Fridays for Future engagiert hat, die wirklich Digital Natives sind, die nicht mehr so viel fliegen, die Kosten für einen Flughafen tragen müssen, den wir mit aller Macht und entgegen aller erkennbaren Entwicklung zu einem internationalen Drehkreuz ausgebaut haben, koste es, was es wolle. Und deswegen ist es jetzt Zeit, die bisherigen Pläne für einen weiteren Ausbau zu überarbeiten und ein Moratorium zu starten und die unnötigen weiteren Kosten zu vermeiden. Auch deshalb braucht es das Moratorium und deshalb bitte ich um Zustimmung für diesen Antrag. Vielen Dank.